Und weiter geht es mit Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. 15. März, 12.07 Uhr, Theatrum Neutralis, Lobby. So, jetzt wissen wir, wer wirklich der Yatagarasu war. Jedoch gibt es immer noch Dinge, die wir in diesem Fall klären müssen. Zum Beispiel wie die Waffen, die bei den Landeslinien überqueren konnten. Die beiden Länder haben strikte Sicherheitsvorkehrungen und Einführungs-Blabla-Methoden, Prozeduren, sowas. Da, es geht nah an einem Wunder, bis zu fast unmöglich, dass irgendjemand sie hineinschmuggeln konnte. Sie hineinschmuggeln, Wir müssen eine neue Untersuchung einleiten, allein für diesen Aspekt. Aber bevor wir das tun, möchte ich erstmal durch meine Beweise gehen. Unnötige Beweise, die Miles Edgeworth natürlich direkt filtern kann, denn er weiß, was unnötig und nötig ist, ne? Und er hat alles neu organisiert. Hey, hier ist ein Videokassettenrekorder, Sir. Jetzt können wir sehen, was auf der Kassette war, die Inspektor Bat uns gegeben hat. Dieser Beweisstück vom KG-8-Zwischenfall versteckt für 10 Jahre lange Jahre. Was, 10 lange Jahre. So, was hab ich denn da für ein Shit gelabert? Ich weiß einfach, dass das irgendetwas mit diesem Fall zu tun hat. Inspektor Gumshoe, wenn Sie bitte diese Kassette für uns abspielen könnten? Natürlich, Sir! Na dann, lass mal gucken. Dieser Mann, das ist Manny Cochen! Und er hält ein Messer in seiner Hand! Das sieht ganz nach einer Videoaufzeichnung aus, vom Eingang eines Apartmentgebäudes. Ein Apartmentgebäude? Wie hast du denn das rausgefunden? Im Gegensatz zu dir lese ich die Dokumente über den KG-8-Zwischenfall. Und der Tatort war das Apartment des Opfers. Also wurde diese Videoaufzeichnung aufgenommen direkt am Eingang vom Gebäude des Apartments des Opfers? Boah, so viel Genitiv drin in einem Satz. Yes! Während der Verhandlung hat Mr. Faraday behauptet, dass es diese Videoaufzeichnung geben würde. Jedoch, niemand konnte sie finden. Ja. Irgendwie hat es irgendwer geschafft, diese Kassette zu stehlen und sie durch Mr. Ernest Amano zu verstecken. Ich kann sehen, wie eindeutig dieser Beweis ist und warum es jemand verstecken möchte. Aber das ist ein Beweisstück von einem 10 Jahre alten Fall. Das kann doch nicht sein, dass das irgendwas mit unserem Fall zu tun hat, Sir. Ganz im Gegenteil. Ich denke, das hat alles mit unserem Fall zu tun. Der Anführer des Schmuggelrings wollte es sogar so weit treiben, dass er Mr. Portsman angesetzt hat, diese Kassette zu stehlen. Was bedeutet, dass in diesem Video irgendeine Szene drin ist, die dem Anführer nicht gefällt? Wo? Wo? Warte! Was war das? Hä? Dieser Teil, den Sie gerade abgespielt haben. Bitte zeigen Sie es noch einmal. Ach Gott, solche Videokassetten. Ganz alt.
Dieses Auto, das ist etwas, was man nicht übersehen kann. Warum das denn nicht, Sir? Schau genau hier hin, Inspektor Gumshoe. Wir zeigen auf die Flagge des Autos. Nimm das! Das ist die Nationalflagge der, oh Gott, jetzt habe ich Principality wieder vergessen. Ist schon so lange her, dass das Wort, das muss Herzogtum gewesen sein, oder? Wenn das jetzt Herzogtum ist, dann bin ich gut. Fürstentum! Ja! Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Herzog und einem Fürsten? Okay, es ist ein gewisser Unterschied, aber keine Ahnung welcher. Egal. Des Fürstentums von Kodopia. Und da es die Nationalflagge drauf hat, wissen wir, dass das ein Regierungswagen ist. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was hat so eine Art von Wagen da vorne getan? Ah, Miss von Karma und Mr. Edgeworth. Also hier waren sie die ganze Zeit. Oh mein Gott. Oh Gott, mein Rücken. Botschafter Alba. Ah, vielen Dank für die Fortsetzung der Untersuchung. In solch einem Zeitpunkt der Nacht. Auch wenn ich doch nur ein bisschen mehr vorsichtiger gewesen wäre. Diese Tragödie hätte niemals passiert. Es tut mir furchtbar leid. Das war nicht Ihre Schuld, Sir. Das hat damit nichts mehr damit zu tun, wie vorsichtig Sie waren. Du Idiot, Quercus! Du konntest nicht einmal hinter einem simplen Dieb herlaufen. Nun, kommen wir endlich zu dem Grund, warum ich Sie aufgesucht habe. Ich möchte, dass Sie die Untersuchung für eine Weile stoppen. Können Sie das für mich tun? Verzeihung? Ich habe gehört, dass Sie den Dieb gefangen haben, der diese Botschaft kopfüber stehen ließ. Und wir sind mitten in einem Event, um die Wiedervereinigung unseres Landes zu feiern. Wir können die Polizei und Inspektoren nicht für immer hier rumlaufen lassen. Sie verscheuchen uns ja noch die ganzen Besucher. Also habe ich gehofft, dass sie verstehen, wie ich mich fühle. Aber wir müssen unsere Untersuchung beenden und die letzten Fragen beantworten. Warum überlassen wir den Rest nicht der alabastischen und babalenischen Polizei? Botschafter, wir sind so nah. Nur ein bisschen mehr und... Miss von Karma, ich glaube, ich habe schon meinen Entschluss gefasst. Und ohne meine Erlaubnis können Sie Ihre Untersuchung nicht fortsetzen, richtig? Das ist wahr, jedoch... wie er es ganz am Anfang gesagt hat. Dieses Gebiet kann als alabastischer Boden betrachtet werden. Was in diesem Fall einfach bedeutet, dass wir Ausländer in diesem Land sind. Ist das wirklich der Punkt, wo unsere Untersuchung endet? Moment mal! Shifu! Wir haben Mr. Edgeworth gefunden, Sir! Shifu! Hier entlang! Oh, da kommt der Mr. Wolf! Yo! Ja, Agent Lang! Sie kommen aber ziemlich schnell wieder zurück. Wenn ich mich zurücklehnen würde, würde ich den Geruch meiner Beute verlieren, Mr. Staatsanwalt. Agent Lang, was zum... Warum sind Sie zurückgekommen? Weil ich diesen Fall lösen muss, egal mit welchen Mitteln. Nun, es tut mir leid, Sie zu informieren.
Ah, nehmen Sie es bitte nicht auf den falschen Fuß. Ich möchte Sie nicht persönlich verdächtigen. Jedoch, ein Mitglied von Interpol wurde gerade als Dieb entlarvt, also... Unter diesen Bedingungen möchte ich Sie bitten, die Untersuchung anzuhalten. Schließlich denke ich, dass unsere eigene Polizei diese Dinge ganz gut klären kann. Sie sind sehr, ja, gut ausgebildet. Keine Ahnung. Verdächtig. Ach, Benny, deine Übersetzungen, die machen noch hier alles lächerlich. Ah, verdammt, warum kann Benny nicht besser Englisch? Wenn das hier so weitergeht, dann wird diese Untersuchung wirklich angehalten. Nicht so schnell. Botschafter Alba, jetzt kapiere ich's. Ich kapier's wirklich. Oh, ich bin glücklich, dass Sie verstehen, wie ich mich fühle. Nein, nicht das, worüber ich eigentlich reden wollte. Ich weiß, wer der Mörder hinter den Mord steckt. Sie wissen? Den Mörder? Meinen Sie das im Ernst, Agent Lang? Wölfe lügen nicht. Ich dachte, Dänen lügen nicht. Nun, wer ist es? Nun, lass uns erstmal erzählen, dass wir nicht über Mr. Cochins Mörder reden. Das war alles China. Langzi sagt, die Wahrheit liegt nicht am Ende, aber scheint aus dem Labyrinth hinaus. Die Wahrheit ist unglaublich simpel. Also lassen Sie mich fragen, wer war Demas des zweiten Mörder? Ich werde es Ihnen sagen. Es waren Sie, Franziska von Karma. Bitte was? Bitte was? Ich war der Mörder? Hey, warten Sie. Aber das ist unmöglich. Yeah. Jedoch, diese Peitsche ist ganz schön... Au! Keine Ahnung. Halt deine Zunge und, diese blödsinnige, was war es auch immer, was er sagen wollte. Blödsinn halt. Agent Lang, beschuldigen Sie ernsthaft Sie als Mörder? Ja, das tue ich. Er sieht nicht so aus, als würde er Witze machen. Hey, Schwester, ich erinnere mich gerade, als Botschafter Alba eine Rede halten wollte. Hat er Sie ins Büro eingeladen, richtig? Ja, das hat er. Aber was hat das jetzt mit allem hier zu tun? Ich werde dazu kommen. Außerdem, um die beiden Fälle zu lösen. Haben Sie sich ziemlich frei zwischen Alabas und Babal bewegt, richtig? Einspruch! Und wo ist Ihr Beweis, wenn ich der Mörder bin? Nicht so schnell! Ich möchte doch erst dazu kommen. Vertrauen Sie mir. Ich werde sie Ihnen in zu geeigneter Zeit zeigen. Botschafter Alba, um diesen Fall endgültig zu lösen, möchte ich Ihr Büro noch ein einziges Mal untersuchen. Können Sie mir die Erlaubnis dazu geben? So wie die Dinge jetzt gerade sind, fürchte ich, habe ich keine große Wahl, richtig? Gut, dann lass uns mal bewegen.
Oh, und denken Sie erst gar nicht daran, wegzulaufen, Schwester. Mein Rudel wird ein ganz großes, gutes Auge auf Sie halten. Sie können darauf Ihren... Also Bottom Dollar, das ist wahrscheinlich eine Redensart im Englischen. Nee, das kenne ich nicht. Also Ihren Unterdollar darauf verwetten oder so. Keine Ahnung. Als hätte ich irgendeinen Grund zu fliehen. Aber damit eines klar ist, Ihre Logik sollte ganz gut sein. Denn ich werde nichts anderes akzeptieren als eine perfekte Erklärung. Und ohne Scheiß, wer keine perfekte Erklärung abgibt, der wird totgepeitscht. Sie sieht ziemlich wütend aus. Nicht, dass ich sie deswegen beschuldige. Ich habe erwartet, dass sie akzeptieren würden. Aber wir werden schauen, wie lange sie die Nase noch so hochhalten können. Moment mal. Agent Lang. Als jemand, der mit dem heutigen Fall was zu tun hat, bitte ich Sie darum, mich ebenfalls hier einzubeziehen. Damit ich die Unordnung meines Vorgesetzten bereinigen kann. Schätze, ich sollte, hä? Okay, das kann ich überhaupt nicht übersetzen. Also, je mehr, desto merrier? What the fuck? Immer diese Redensarten, keine Ahnung. Ne, das weiß ich ehrlich nicht. Keine Ahnung. Je mehr, desto besser. Ich glaube, so soll es in die Richtung gehen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Oh, wenn das der Fall ist, möchte ich mitkommen. Ich weiß doch immer nicht, wie es in Alabaster so aussieht. Hey, wenn Sie Kay reinlassen, dann müssen Sie mich aber auch reinlassen, okay, Junge? Ich kann nicht einfach so hier rumsitzen, während Miss von Karma in Schwierigkeiten ist. Hey, Gummy, lass uns einen kleinen Wettkampf ausrichten, wer sie zuerst retten kann, okay? Okay, die Challenge akzeptiere ich. Oh ja, jetzt bin ich richtig angefeuert. Als Inspektor glaube ich nicht, dass sie so aufgeregt sein sollten. Klingt so, als würde es richtig interessant werden. Botschafter Alva, ich werde diese Kinder mal mitnehmen. Nun gut. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass das Ihre letzte Chance ist. Ich werde diese ganze Unordnung bereinigt haben, bevor Sie es wissen. Also, los geht's. Die gesamte Truppe geht los und wir beginnen mit der letzten Untersuchung. Im nächsten Part. Bis dann.